Hi Leute, wir sind's wieder, Lena und Seth von Lena Hill on Tour. Wir spielen heute wieder Sims mit unseren kleinen Sims Bees, beziehungsweise ist unsere kleine Lena schwanger und bekommt bestimmt bald ihr Baby und Savvy putzt fleißig, wie ich schon sehe. Plotwist, sie ist gar nicht schwanger, es sind Donuts. Und die Nudeln. Du bist schwanger mit Joghurt-Parfait. Die Kleinen müssen bald wieder ins Bett. Ja, geh mal bitte. Wir fangen die Folge mit Schlafen an. No? Oh Gott, der muss so pipi. Ach stimmt, das ging ja beim letzten Mal nicht. Er hat sich da draufgesetzt und es ist nicht gelaufen. Irgendwie Verstopfungen oder so. Oh, war das nötig. Einen ganzen Pazifik hat er da reingesetzt. Oh, kokett. Wir können gleich noch eins machen. Komm, noch ein Zwilling gleich hinterher. Guck mal bitte auf das... Ja, auf die Karriere. Trainieren gehen, erst begonnen. Oh, er muss am Wochenende arbeiten. Was ist denn mit ihm? Er hat ganz neue Trainingspläne. Über Outfits oder Mode reden. Ah, wie krass. Wir müssen sie unbedingt über Mode reden lassen. Deshalb kriegt sie immer noch nur 30 Euro pro Stunde. Ja, wir müssen das immer mal checken. Level 2 Schreibfähigkeit erhalten. Schreibe Bücher am Computer und lies die Fähigkeiten. Ja, wir brauchen einen Computer. Brauchen wir auch. Irgendwie müssen wir das anders einrichten. Weil wir hier eine Treppe hoch machen. Weil oh, ein zweites ja hier, Stockwerk. Genau, und dann machen wir da ein Gamingzimmer vielleicht hin. Und ein Trainingszimmer. Weil dann muss er nicht immer ins Fitnessstudio, sondern dann kann er einfach zu Hause trainieren. Hätten wir das alles nicht vor dem Baby machen können? Keine Ahnung. Oh Gott. Das ist jetzt so Zum spät. Glück kann man in diesem Spiel auf Pause drücken. Oh, wenn wir uns ganz schlecht ums Baby kümmern, wird es weggenommen. Also du hast immer noch die Chance, dass es vor dem Baby nochmal gibt. Warte mal, starten wir erstmal den Morgen. Wir könnten ja mal wieder streamen und dann können wir die obere Etage ausbauen. Das stimmt. Oh, 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 oh. Babyunwohl. Als Lena aufwacht, fühlt sie sich schrecklich krank, als würde jemand ihre Innereien umherschieben. Weil wahrscheinlich jemand ihre Innereien umherschiebt. Wegen Schwangerschaft. Ja. Dann geh mal schnell was essen, gib ihm mal einen kleinen Snack. Irgendeinen Keks oder so. Iberogast. Schnelle Mahlzeit. Was hampelst du da rum? Ich bin Chips, aufgeregt. Erbsen, Apfelmus, Chips, arme Baby. Chips und Käsecracker. Nein, ein richtiges Chubby-Baby. Apfelmus. Richtiges Apfelmus. Warum läuft sie so komisch? Warum macht sie solche Tippelschritte? Kann man keine großen Schritte machen, wenn Nein, weil sie schwanger ist. Und dann kann man keine großen Schritte mehr machen. Du musst ein bisschen mehr Empathie an den Tag nehmen. Junge Dame. Ich esse schon mal. Oh, sie sieht schon wieder richtig schlimm aus. Ihre Unterlippe zittert. Ich weine gleich. Ich habe einen kleinen Menschen an meinem Wand. Das findet sie schrecklich. Und jetzt gibst du mir die Schuld dran. Du hast den da reingemacht. Oh Gott. Ich werde dich vernichten. Oh nein. Vielleicht wachsen ihr kleine Hörner und dann so Feuer um sie drumherum. Was ist denn da hinten an der Wand? Warum ist da so ein komischer... Hä? Das ist irgendwas im Raumzeitkontinuum passt. Ich glaube, wir haben da. Was haben wir denn da? Ach, dieses Geländer, weil wir das nicht weggemacht haben. Zieht das von draußen rein? Ja. Holla, hier ho. Ich weiß auch nicht. Ich meine, von mir aus. Also, sieht auch gut aus. Ist dagegen, also ich meine. Würden wir da noch durchpassen mit unserem dicken Babybauch? Wie lange braucht der für Rührei mit Speck? Wachsenden Hüften? Der steht da eine Stunde in der Küche, Alter. Ist die irgendwie dicker geworden um die Hüften? Nein. Bei der Schwangerschaft wirst du generell immer schlanker. Okay, also Seth muss auf Arbeit. Heute ist Samstag. Jawohl. Und Lena bleibt zu Hause. Was machen wir denn mit der kleinen Lena? Will sie vielleicht mal wieder was in ihrem Garten machen? Weil der sieht wirklich schlimm aus. Ich meine, aus. Das kann sie. Oder sie malt was, oder sie spielt Gitarre, oder sie schreibt ein Buch. Wir würden uns eins kaufen. Schreibfähigkeiten verbessern. Oh Gott, was will sie jetzt? Sie unterhält sich einfach nur. Ja, sie ist unruhig. Oh Gott, sie will einfach nur aufs Klo. Ach so. Verbessern. Übergeben. Oh nein. Und jetzt, ich habe die noch nie rennen sehen. Oh Gott, ich will es gar nicht sehen. Ich will's, oh, ist das schlimm. Oh, ist das schlimm. Ich mache nie Babys. Was für? Reparieren, ersetzen. Einfach ersetzen. Wir kaufen ein komplett neues Klo. Das stinkt trotzdem. Verbessern. Nochmal übergeben. Es geht ja nicht, wir haben keine Handwerkerfähigkeiten. Ah, dann muss sie das unbedingt ausbauen. Seth vielleicht. Muss sie sich nochmal übergeben eventuell? Warum pinkelt sie? Warum? Hat sie da jetzt auch reingemacht? Sie setzt jetzt überall ihr kleines Häufchen. Oh Gott, ist das schlimm. Seth macht Sport. Das ist gut. Ja, das soll Mama... Oh, ist das schlimm. Oh Gott, ist das schlimm. Oh nein. Oh Gott, kannst du die bitte sauber machen? Säubern. Wir können doch nicht ständig eine neue... Ich tack das ihr auf. Oh Gott. Wann fängt seine ab? Um 12 erst. Um 12 muss er erst auf Arbeit. Ach so, okay, gut. Sehr gut. 3 Stunden hat er noch. Der muss schon wieder aufs Klo. Ach, du musst die doch nicht ständig hinschicken, wenn die mal einen halben... Jedes Tröpfchen ist wichtig. Die Mühe wert. Zitat von irgendwem ganz Wichtigen, genau. Sigmund Freud. Alles klar.
sauber machen da. Ja. Oh Gott. Kotzen, sauber machen, pullern gehen. Ihr Leben ist echt schlimm. Alle Körperausgänge werden jetzt auf dem Klo verewigt. Oh, ah! Ja, Sammy macht sauber. Ach so, bitte. Er hilft ihr. Das ist das natürlich romantisch. Guck mal, sie ist glücklich. Ja, das ist toll. Wenn sie glücklich ist, werden ihre Gefühle noch stärker. Und was ist der rote Balken dahinter? Über Outfit reden. Ja! Ja, redet über Outfits. Yeah. Babes. Also, du hast ja deinen Schlafanzug an und ich wollte mal mit dir dein ernstes Wörtchen drüber reden. Also, diese karierte Hose, die gibt es nicht. Also, hör mal, mein Schatz. Ich ziehe bitte an, was ich will. Ich habe heute schon Sport gemacht und du hast hier bloß rumgekotzt. Ja, geht rum kurz. Das Klo schmutzig. Hier steht alles unter Wasser. Guck mal, du stehst da in der Pfütze. Ja, aber deine karierten Hosen. Hier steht du in der Pfütze. Was ist das für ein Argument? Sie ist schwanger mit seinem Baby. Der ist hoffentlich dankbar. Ja, ja. Der macht jetzt sauber, bitte. Und dann guckt er mal, ob er die Toilette muss retten. Er redet da jetzt über das Outfit, damit das hier erledigt 45%. Alles klar. Techtelmechtel. Ja, im Bad, wo ich gerade gekotzt habe. Ja, hat sie noch nicht mal den Mund ausgewischt. Nee. Auch Zähneputzen wäre auch mal eine Maßnahme für sie, glaube ich. Küssen. Komm her! Ja, okay, auf. Knuddeln können wir mal. Kann man. Naja, auch weißt du, und dann habe ich Sit-Ups gemacht. 1000 Stück, ja. So bin ich halt. Wir hatten ganz schöne Maschine. Ja, gerade beim 20. und er so 592. Aber nur wenn du vorbeiläufst. Jedenfalls. Ich habe jetzt schon. Sie will gamen. Sie will gamen. Oh, sie hatte da gerade so eine kleine Konsole. Oh, ja, sie hat mega Hunger. Brunchen. Mega Hunger, nennst du das? Arme Ritter, Caprese-Salat, Specksalat, Tomaten-Sandwich. Hell yeah, let's go. Schieb dir rein, Baby. Du isst für zwei. Also ist auch drei Sandwiches. Dann geht's wieder kotzen. $8. Ja. Zum Glück haben wir zwei Toiletten. Er geht erstmal duschen danach, weil das Bad so eklig ist. Weil er seine Frau gedrückt hat. Hier auch, du bist fies. Ich finde, wir sollten uns mal ein paar Skills aussuchen, die im Allgemeinen so lernen sollten. Sie könnte zum Beispiel... Komm, wir gucken jetzt hier Bücher kaufen. Sie könnte zum Beispiel schreiben lernen und Hausarbeitenbücher, Kleinkinder, Sachbuch. Fähigkeiten. Angeln. Ja. Charisma. Charisma finde ich auch nicht Comedy. Schlecht. Comedy. Fitness. Ja, sie braucht jetzt aber erstmal Schreibgeschicklichkeit. Schelmigkeit. Wann? Was ist lustig? Was bei Harry Potter. Ist illegal? Schreiben Band 1. Das Rätsel der Kombination. Oh, ja. $75? Das kann dir aber auch was einbringen. Oh, Mama. Was, du kaufst gleich den zweiten Band hinterher? Du klar, ich kaufe gleich die ganze Serie. Oh, du bist auf jeden Fall. Ja, 475 geshoppt. Du liest jetzt etwas. Nein, du liest jetzt im Spezielleren. Sie guckt aber einfach viel zu gerne Sport. Nein, die liest jetzt hier Band 1 schreiben. Yeah. Und er. What the? What? Was habe ich da gerade gesehen? Was ist denn sein Job? Er ist ein Maskottchen jetzt. Nein, ich lass es mir nicht sehen. Ich raste aus. Was so? Warum liegt da Basilikum? Ah, was ist schon wieder los? Ist sie auch schwanger? Drauf. Ist sie auch schwanger? Ist sie irgendwie auch so leicht? Nee, sie ist nur pummelig. Ach, das ist so unhöflich. Sie ist nur pummelig. Du bist pummelig. Ja, du bist fett. Das ist das Apfelmus. Ah, warum hat sie schon wieder Hunger? Sie hat doch gerade erst gefrühstückt. Hat oder sie hat sie das nicht gegessen? Fortsetzen, bitte. Weil die das immer dann abbrechen, ich weiß nicht. Ja, soll sie erstmal lesen, dann hat sie richtig Hunger und dann kann sie sich vollfressen. Genau, das ist doch eine Maßnahme. Genau, Kanne aufbrühen mit gesunder grüner Tee. Ja, yeah. Aber $15 sind auch schon ganz schön. Für eine Kanne Tee auf jeden Fall. Starbucks. 4-Sterne-Hotel in der Hauspreise. Ja. Oh Gott, die müssen das immer aufräumen. Ja, sag ich doch, wir müssen uns unbedingt um unseren Garten kümmern. Ich habe letztens mal eine Runde Sims gespielt und habe dort immer was angepflanzt und habe das verkauft jeden Tag und das hat mir richtig viel eingebracht. Ja, du bist übelst Millionärin geworden. Ich habe da übelst 500 Euro oder Simoleons abkassiert pro Tag. Das hat mich so geschockt. Oh, unsere kleine Freundin kommt vorbei. Warum sind da Kids? Weiß ich nicht. Die will sich mit mir über Sachen unterhalten. Nein. Mach das doch. Keine kleinen Mädchen. Warum? Die ist gerade am Lesen. Ja, aber wenn wir alt sind, dann ist die erwachsen. Dann sind wir was ist das denn für ein Argument? Die kann auch nachher weiterlesen. Warum liest sie jetzt erst Band 2? Ja, grüß dich. Ich bin so ein Schelm. Also ich heiße was sind denn nochmal ihre? Die Hosen, nice. Ja.
feiere ich, fühle ich, würde ich genauso tragen. Geil. Olivia interviewt. Wir müssen, können wir noch mal gucken, was unsere Fähigkeiten sind? Kreativ, familienbewusst, geschäftstüchtig und düster. Aha, kreativ. So, so also. Familienbewusst, wir kriegen ja schon ein Baby. Geschäftstüchtig, das heißt, wir können unsere kreativ... Du nimmst nicht Fräulein. Hey, die will die nächste Autorin werden. Praktikantin einfach. Sie muss essen. Danach auf jeden Fall was essen. Und dann... wird hier sich um den Garten gekümmert. Engagiert. Ah, das ist eine gute Idee. Aber der kostet bestimmt. Nein, nein, der kostet. Du hast einfach hier immer... LOL, die spielt... Du siehst immer übelst Schotte aus. Eigentlich ist das doch ganz nett, dass damit jetzt wenigstens gespielt wird. Ich gehe zu Tante Lena. Ja, die unterhält sich jetzt hoffentlich mit uns. Klick mal auf sie. Ich will wissen, was man mit ihr machen kann. Ah, können wir vielleicht über ihre Klamotten reden? Ich bin auch hier der große Klamottenexperte. Ja, Wer ist Marvin Familie. Bach? Ich will Marvin Bach. Stop it! Ist was sie ist das? Sie denn? Weiß ich nicht. Das hat sie sich mitgebracht, Alter. Mutti hatte Pausenapfelmus gebannt. Über Interessen reden, das klingt doch super. Ja, ja, wir rufen jetzt erstmal. Ach so. Also, ich brauche dringende Hilfe. Kommen Sie gleich mit dem Flammenwerfer am besten. Oh Gott, da wachsen Pilze in unserem Basilikum. Das dein Gärtner so erscheint Montag. Oh, Montag erst. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Also, ich bekomme gleich bald ein Baby. Und du? Wie war denn das, als du ein Baby warst? Hm? Warst du frech zu deinen Eltern? Hast du geschrien? Du hast nie in die Windel gemacht, oder? Nö. Nicht, dass ich mehr wüsste. Nee, das stimmt nicht, dass ich wüsste. Nein, Don Lothario. Das ist unser Familienfreund, Sef. Du musst das dich damit jetzt arrangieren. Das ist nicht mein Freund. Ja? Den habe ich blöd in der Disco angemacht. Seitdem steht er in unserer Anrufliste. Er ist jetzt gegangen. Er ist jetzt sauer auf uns. Er soll er doch. Wenn er unangekündigt kommt, hat er nicht den Anspruch, dass wir ihm die Tür auf. Ich kann nicht die ganze Nachbarschaft hier einladen immer. Oh, sie muss ins Bett. Ja, es ist ja auch schon 17.30 Uhr. Seth hat heute Geld verdient. Oh. Das ist schön, Seth. Bitte zieh dich um. Nee, ich möchte dich jetzt... schmeicheln. Küssen. Küssen bitte, schnell. Der Tag war so schlimm. Ich weiß, ich sehe fürchterlich aus. Oh. Das geht gar nicht mit Küssen. Guck mal. So, er hat mega Kohldampf. Oder beziehungsweise Kohldampf. Relativ Hunger. Ja. Gartensalat. Ja, Gartensalat ist günstig. Den kann er ruhig mal essen. Der Sportler, der. Mhm. Nachdem es in letzter Zeit nur Halloumis und Chips und keine Ahnung, Speck gab. Alrighty. Es war ein langer Tag. Ich meine, man. Da geht man gerade in die Küche und bereitet so einen Salat vor. Und die Herren des Hauses. Ja, gönnen sich. Gönnt euch, Leute, gönnt sollen sie euch. Mal. Ey, komm, die fühlen sich beide gerade so. Das okay. ist doch. Das ist doch auch schön. Das ist doch wirklich süß. Das ist doch die schönste Nebensache der Welt. Genau. Die schläft jetzt nicht. Die Frau steht auf. Sie soll das weiterlesen. Levelaufstieg. Seth hat Level 3 Fähigkeit Kochen erreicht. Boah, ich bin fast. Ich auch langsam fast Zeit. Kann ich im Restaurant anfangen, Alter. Flexible Man. Ich kann alle Berufe machen. Was macht er jetzt? Oh, die saßen noch nie zusammen auf der Couch. Süß. Beide in ihren Schlafanzügen. Noch ein bisschen schmutzig. es ist 22 Uhr gleich, der muss was essen. Kannst du das mal abwischen da? Das die Theke, die sieht saudreckig aus. Das kann Lena vielleicht mal machen. Sie hat nur Lesen vor, ich glaube, das geht. Nee, sie geht jetzt schlafen, weil Seth steht da an der Theke. So, er muss jetzt definitiv schlafen, sie muss dann morgens irgendwann ganz dringend mal was essen. Aber okay, gut, das war's auch für diesen Tag, würde ich sagen. Beziehungsweise steht sie jetzt gleich mal auf und isst. Nee. Okay. Oh Gott, okay, kriegst du jetzt ihr Baby? Kriegst du jetzt ihr Baby? Weiß ich nicht. Schnell, du musst auf Klo mit ihr. Ja, gehen. Mach ich doch. Übergeben? Keine Ahnung. Pullern muss sie nicht. Halt, das ist halt so. Oh, die tut mir so leid. Sauber machen, bitte. Ja. Und dann ist das immer da daneben auch alles schmutzig. Oh Gott. Weil sie nicht zielen kann. Wir übergeben uns jetzt jeden Morgen so lange, bis das klappt. Hast du gehört? Alles klar. So lange, bis du triffst. Und danach wird gleich wieder was gegessen. Das, was du gerade losgeworden bist. Mhm. Zu Abendessen. Ja, weil es mitten in der Nacht ist. Sie sollte danach wieder ins Bett gehen. Oder du lässt sie halt einen kleinen Snack essen. Die ist hellwach.
Oh nein, die steht die ganze Nacht im Bad. Das ist ja schlimm. Na, kann sie doch auch mal die Theke da abwischen, die ist schmuddelig. Warum haben das jetzt beide nicht gemacht? Die ist sogar jetzt schon am Rand schmutzig. Oh, sie hat richtig Bock auf Cracker. Wie sieht's mit Seth aus? Der ist fast voll. Der steht gleich auf von alleine. Der kann mal gerade, ja, ich würde sagen, frühstücken. Und dann kann er, muss er wahrscheinlich mal noch duschen gehen. Kann er das mal verbessern jetzt? Nee, ne, immer noch nicht. Nein, braucht man dann nur mal Level 4. Aber er kann halt weiterlesen, würde ich sagen. So, was macht sie jetzt? Sie ist auch schon wieder am Start? Ich will irgendwie noch mehr... Oh Gott, ist das schlimm. Tut mir leid. Ja, sie tut einem leid. Oh nein. Sauber machen. Oh, Jungs. Was wird denn das? Deswegen ist diese Theke schmutzig. Hui. Ach, das ist gut, dass er duschen geht. Er hat nämlich schon ein bisschen gerochen. Untenrum. Hey, gar nicht. Seth ist jetzt Level 2 Geschicklichkeit. 4 brauchen wir. Sehr gut, ja, 4 brauchen wir. Ja, der soll lesen. Sie muss schon wieder, ne? Sie muss den ganzen Tag aufs Klo. Also das ist das was... Das ist so, wenn man schwanger ist. Ja, das wahrscheinlich. Das Baby schon. Drückt auf die Blase. Oh, das stimmt. Habe ich gehört. Das habe ich gar nicht bedacht. Nee, das glaube ich. Das ist so. Ich glaube das. Aber unseren beiden geht's gut. Da bin ich froh drüber. Andere Leute Sims spielen sehe, dann sind die manchmal die ganze Zeit auf Orange, weil irgendwas nicht hinhaut. Du schickst dir auch immer was essen, wenn die mal gerade ein bisschen Hunger Ey, haben. Ey, früh, Mittag, Abend wird was gespeist. Wenn das Kind kommt und hier herrscht keine Disziplin, weil wir es nicht gewohnt sind, weil wir in der Gegend rumlaufen und alles schmutzig ist, dann fällt es wieder auf mich zurück. Mhm. Klick mal auf das Waschbecken. Oh, robuste Armaturen. Ja. Ja, stell dir mal dahin. Alles gut. Nicht reinquälen. Gequält wird nicht in diesem Haushalt. Außer each other. Oh, guck mal, der schraubt. Das verbessert auch Geschicklichkeit. Kann sie vielleicht mal rausgehen und sich mit Menschen über Mode unterhalten? Klar. Ey, yo. Da ist jemand, der sieht aus, als würde sich für Mode interessieren. Schnell ansprechen. Ich kann nicht. Schnell rausgehen. Ich kann nicht. Schnell rausgehen. Ich kann ihn nicht anklicken. Das ist zu schnell, Alter. Sie sieht ja aus wie ein Mooshammer. Just frisch nach dem Friseur. Nee, der andere, Klöckler. Harald Klöckler, Alter. Mit 5 Ö. Hier, er sieht sehr modebewusst aus. Der will auch richtig mit mir reden gerade. Er ist übelst busy. Ja, ich weiß. Aber gut, dass sie schon mal erstmal draußen steht. Freundlich vorstellen. Ey, yo! Hi! Und er hält sich lieber mit den Pflanzen als mit dir. Interessenschwer, bitten Baby zu fühlen. What? Ja, mach das mal. Fass mein Bauch. Hier, er. Er ist auch der Hammer. Ey, yo! Ja. Warte. Mehr Auswahl. Freundlich vorstellen gab es doch da. Lustig vorstellen. Hüftstoß? No way. Das machst du schön zu Hause. Ja, er hier mit seinen roten Western-Boots. Was ist das über denn? Über Outfit reden. Da redet man doch bitte mal gerne mit Leuten über Outfits. Ich weiß nicht, ich finde den irgendwie gruselig. Nee, mit dem möchte ich mich nie unterhalten. Das ist der da von DSDS hier. Der eine. Der von vor 35 Jahren. Wie heißt denn der? Ich weiß, der war Dieter, mein Schätzchen oder so. Ja, wie heißt denn der? Ah, du weißt, wen ich meine. Der mit diesen blonden Strähnen. Hat sie jetzt den Typen interviewt oder musste der los? Abgeschlossen. Nein, oh, abgeschlossen. Okay, dann muss sie jetzt halt ihre Schreibfähigkeit verbessern, würde ich sagen. So, warte mal. Oh, warum geht's dir blöd? Siehst du Hunger? Ich hab's gesagt. Alles bricht erst zusammen. Bei Gelb. Alles geht downhill. On Tour. Oh, gleich kotzt sie wieder. Soll sie doch. Oh, du bist so dreist. Kotze. Es muss alles raus. Yeah. So und dann dreist. Gleich sauber machen. Okay. Ah, reparieren. Genau. Reparieren. Dann oh, hat warte, sie warte. Nämlich auch die geilen ja, Fähigkeiten. Ja, sie muss das machen. Dann wird sie nämlich mit Seth in Konkurrenz treten. Ja. Geschicklichkeitsfähigkeit erworben. Nice. Gartensalat, Grillkäse, Tacos. Macaroni mit Käse, Feuer frei. Du hast das Klo schmutzig und kaputt gekotzt. Wollen wir das mal festhalten? Ach Mann, das ist so chaotisch. Aber wir haben eigentlich alles im Griff, so. Zumindest nach diesen Balken hier zu urteilen. Oh, Seth wurde befördert, Tanzgruppenleiter. Verdient 11 mehr pro Stunde. Stundenlohn von insgesamt 39 pro Stunde. Oh, nice. Neue Kleider. Ist das sein neues Kostüm? Naja, sein... Geil. Sein Lehrerkostüm. Sein Tanzinstruktor-Kostüm. Okay, cool. Oh, okay, cool. Love it. Training, Sit-Ups. Yeah. Vor seiner hochschwangeren Frau. Was war das Schreibfähigkeit 2. Kann jetzt selbst Bücher veröffentlichen. Yes. Yes. Amazon. Da kann man das nicht auch. Here we come. Amazon, here we come. Guck mal. Nice. Wir haben das verbessert. Wunderbar. Die sind richtig gut. Ja, so, wenn die jetzt alles klar, wir haben super viel geschafft.
So, er muss jetzt trainieren, gerade erst begonnen. Ja gut, mach doch noch ein bisschen mehr, mein Freund. Liegestütze. Okay. Fitnessfähigkeit erreichen 4, Level 4 Charisma-Fähigkeit. Oh, das kann man mit dem Spiegel machen. Knüppelkontakte. Ja, stimmt. Zum Spiegel gehen und... Rede üben. Ja, genau. Nice. Oh, kann der das bitte ausziehen? Das ist ja schrecklich. Nein, das behält er jetzt an. Er zieht sich jetzt aus. Ja, zieh ihm doch das oben da. Wir müssen unbedingt an seiner Garderobe arbeiten. Ja, ich glaube auch. Das ist ja ganz schrecklich. Wir müssen jetzt vor allem die Folge beenden. Ja, mit dem Ende bin ich jetzt auch zufrieden. Lena ist abgelevelt, Seth ist seinen Job abgelevelt quasi. Lena hat so wild rumgekotzt, dass wir es kaum glauben konnten. Und ja, es ist doch irgendwie anstrengender und länger, als man denkt, so eine Schwangerschaft. Ja, Sims, genau. Ne? Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Dankeschön für eure ganzen Tipps. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.